Die Lokführer befinden sich wieder im Arbeitskampf. Heute Nacht, 2 Uhr, hat der Streik der GDL im Personenverkehr begonnen, wie hier am Frankfurter Hauptbahnhof. Bereits seit Mittwochabend wird der Güterverkehr bestreikt. Auch S-Bahn und Regionalzüge sollen von dem 35 Stunden dauernden Ausstand betroffen sein. Die Lokführer kündigten zukünftig sogenannte Wellenstreiks an, die nicht mehr 48 Stunden vorher angekündigt werden. Knackpunkt des seit Monaten schwelenden Tarifstreits mit der Bahn ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen.